Okay. Okay, das Thema, worüber ich sprechen will, ist, reicht es an Gott zu glauben? Reicht es an Gott zu glauben? Warum rede ich über dieses Thema? Erstmal für uns Muslime, damit wir dieses Thema als Dawa benutzen können, im Gespräch, im Dialog mit Andersgläubigen und damit wir als Muslime den Wert des Islams wirklich richtig wertschätzen können. Denn wenn wir verstanden haben, was unsere Religion ausmacht, das wird uns noch mehr Wertschätzung für unsere Religion geben, unsere Iman stärken und uns noch mehr dazu bewegen, stark zu handeln. Und um ein Missverständnis aus dem Weg zu räumen, was Muslime mit Nichtmuslimen haben, dass zum Beispiel manche sagen, ja, aber die Christen glauben doch auch an Gott. Die Juden glauben doch auch an Gott. Der so und so glaubt doch auch an Gott. Können die doch nicht falsch sein. Und ein Missverständnis unter Muslimen, die glauben, es würde einfach nur reichen, als Muslim zu sagen, ich glaube an Allah. Erstens. Allah oder der Prophet beschreibt uns in einem Hadith, dass dem Muslim im Grab drei Fragen gestellt werden. Die erste Frage davon ist, Man Rabbuk, wer ist dein Herr? Die Frage ist nicht, hast du an Gott geglaubt? Hel sadakta bi anna hunaka ilahun, hast du geglaubt, dass es einen Gott gibt? Oder hast du an Gott geglaubt? Die Frage ist, wer ist dein Rabb? Wer ist dein Rabb? Was heißt Rabb? Rab beinhaltet im Arabischen mehrere Bedeutungen. Es ist eigentlich der, der die Herrschaftsgewalt über dich hat. Das beinhaltet, dass du seine Regeln akzeptierst. Dass du ihn als Rab akzeptierst, als deinen Herrscher akzeptierst, als deinen Versorger akzeptierst. Wenn er dein Versorger ist, was akzeptierst du dann? Dass dich keiner versorgen kann im ultimativen Sinne außer ihm. Dass er dein Schöpfer ist. Dass er derjenige, der ist, der dich ultimativ erschaffen hat. Dass er derjenige ist, der dein Leben lenkt. Tadbir über dein Leben hat. Wenn du das verstanden hast alleine, wer dein Herr ist, es wird dich dazu führen, ein unheimliches Vertrauen auf Allah zu haben. Denn wenn du wirklich verinnerlicht hast, dass Allah dich versorgt, dann wirst du nicht erzählen, ja, ich kann ja einen Kiosk aufmachen, wo ich Alkohol verkaufe, weil ich brauche ja Geld, um meine Familie zu ernähren. Sondern du wirst glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala, der dich erschaffen hat und der dein Rabb ist, der das Recht hat, dir zu gebieten, dir auch eine Möglichkeit geben wird, auf halal Weg dein Geld zu bekommen. Womit du dich selber versorgen kannst, weil er ist dein Razak, er ist dein Versorger. Er sagt also nicht, hast du an Gott geglaubt, sondern wer ist dein Herr? Das zeigt, es kann auch falsche Herren geben. Es kann auch falsche Herren, es gibt nicht nur wahre Herren. Der wahre Herr, der wahre Rabb ist Allah subhanahu wa ta'ala. Aber es gibt falsche Herren. Es gibt falsche Herren. Beispielsweise die Atheisten. Heutzutage kennen wir von den Atheisten, sie behaupten, sie glauben nicht an Gott. Dabei haben sie eigentlich auch einen Gott. Ihr Gott ist die Bewegung, die Materie in Bewegung. Sie glauben, dass die Materie schon immer existiert hat. Dass etwas ewig Existierendes, von dem sie voll abhängig sind. Und wenn du sie fragst, warum ist diesem und jenem das und das passiert, sagen die, das ist Glück oder Pech. Das heißt, ihr Gott ist eigentlich Glück, Pech und die Materie, die schon immer da gewesen ist. Es gibt keinen, der keinen Herrn hat. Wenn er die Naturgesetze als seine Herren sieht. Aber kommen wir darauf zurück, auf diese Sache. Wenn jetzt jemand sagt, reicht es an Gott zu glauben? Heutzutage hören wir das immer wieder in Deutschland. Es ist sehr wichtig, das zu verstehen. Es ist für mich eine der größten Fitnen, eine der größten Verführungen der heutigen Zeit. Wir haben das bei uns auf der Facebook-Seite erlebt.
wenn wir Vorträge machen, wo wir klarstellen, dass der Islam die einzig wahre Religion ist, dann kommen hunderte möchtegern Muslime aus ihren Löchern raus und sagen, hey, was bist du für ein Terrorist, was erzählst du da, du machst den Islam schlecht. Ich mach den Islam schlecht, weil ich sage, der Islam ist die einzig wahre Religion. Wer sagt, der Islam ist nicht die einzig wahre Religion, der macht den Islam schlecht. Weil er sagt damit praktisch, der Islam ist ersetzbar. Der Islam ist nicht so wichtig. Wenn ich sage, der Islam ist die einzig wahre Religion, sage ich, der Islam ist das Wichtigste überhaupt. Aber wenn ich sage, der Islam ist nicht die einzig wahre Religion, sage ich, glaub, so wichtig ist der Islam nicht. Kannst ja auch eine andere Religion nehmen. Wenn du Spaß hast, wirst du Muslim. Wenn du keinen Spaß hast, wirst du Christ. Ansonsten gehst du eine Kuh anbeten. So einen Schwachsinn hört man aus den Mündern von Leuten, die Murad heißen, Mohammed heißen, Ramadan heißen, Karima heißen, und die sind nicht fest davon überzeugt und die sind aus dem Islam raus. Wenn jemand glaubt, dass eine andere Religion von Allah akzeptiert wird, außer dem Islam, hat er den Koran geleugnet. Allah sagt in Surah 3, Vers 85, وَمَنْ يَبْتَغِي الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَفِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ. Wer sich eine andere Religion als den Islam wünscht, sie wird von ihm niemals angenommen werden und er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören. Was heißt Verlierer? Was gibt es im Jenseits? Paradies und Hölle. Okay, ist jemand, der ins Paradies geht, Verlierer? Der ist Gewinner. فَمَنْ زُحْزِعَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Wer von dem Höllenfeuer weggebracht wird und ins Paradies eingeht, der hat Erfolg gehabt. Der ist Gewinner. Also sind diejenigen, die nicht den Islam annehmen, Verlierer. Dann kommt er mit, ja, Islam hat eine linguistische Bedeutung. Islam hat eine linguistische Bedeutung. Stimmt. Was ist die linguistische Bedeutung? Ja, Ergebung. Ergebung, stimmt. Ergebung. Ergebung. Dass man sich Gott ergibt. Dass man sich Gott hingibt. Okay. Wenn ich nicht an die Worte Allahs glaube, habe ich mich dann Gott ergeben? Habe ich mich dann Gott hingegeben? Wenn ich sage, hier, das Buch, da glaube ich nicht dran. Da habe ich Gott verleugnet. Wenn ich nicht an das glaube, was Gott mir vorgeschrieben hat, habe ich Gott verleugnet. Oder jemand sagt, ja, ich glaube an ihn. Oder dann noch besser, ja, aber ich kenne einen Christen bei mir, der glaubt an den Koran. Der glaubt an den Koran? Achso, der glaubt an den Koran. Okay, glaubt er, dass Jesus gekreuzigt wurde? Im Koran steht, Jesus nicht gekreuzigt worden. Sure 4. Also wie kann er in den Koran glauben und gleichzeitig glauben, Jesus gekreuzigt? Glaubt ihr, Jesus Gottes Sohn? Es geziemt sich nicht für den Alabama, sich einen Sohn zu nehmen. Sie sagen, Allah hat sich einen Sohn genommen. وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. Und damit der Koran ist herabgesandt worden, um diejenigen zu warnen, die sagen, Allah hat sich einen Sohn genommen. Der glaubt, Allah hat einen Sohn. Der glaubt an tausende Sachen nicht, die im Koran sind. Glaubt aber an den Koran? Glaubt er, dass man beten muss, wie die Muslime beten? Glaubt er, dass wir Hajj machen müssen? Ja, der glaubt. Warum macht er keinen Hajj? Bruder und Schwestern, es ist so eine Volksverdummung ist das. Wirklich, ich habe es schon öfter erlebt. Du redest mit jemandem, dann kommst du mit dem Koran fest, dann fängt er an mit, ja, aber der Vers bedeutet ja Ergebung. Bedeutet nicht Islam. Bedeutet Ergebung. Und hier eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist für euch. Liebe Geschwister, merkt euch das. Alul Hawa, die Leute der Gelüste, machen immer den Sprung von bei der Beweisführung zur linguistischen Bedeutung.
Die linguistische Bedeutung ist zur Vertiefung des Verständnisses, nicht zur Ausschließung eines anderen Verständnisses, was über das Linguistische hinausgeht. Ich gebe euch ein Beispiel. Al-Hajj. Was heißt Al-Hajj linguistisch? Bedeutet Beabsichtigung. Okay, sage ich jetzt, ich bin zum Kühlschrank gegangen, ich habe Hajj gemacht. Ich habe mir was beabsichtigt. Ich habe beabsichtigt, zum Kühlschrank zu gehen. Nein, Hajj ist die Beabsichtigung, in einer bestimmten Zeit die Mekka zu besuchen und die bestimmten Pilgerriten durchzuführen. Saum, was heißt Saum? Fasten. Bedeutet linguistisch im Sirk, sich zu enthalten. Da sage ich jetzt, ich habe im Ramadan im Sirk gemacht, ich habe Saum gemacht, ich habe keine Bananen gegessen. Oder kein Bier getrunken. Nein, das ist gemeint damit, dass das linguistische Verständnis ist also dazu da, um das Schar'i, das terminologische Sprache, das Islamwissenschaftsverständnis zu verdeutlichen. Zu verdeutlichen. Und die Leute, die von Ahl und Bidda, was sie sehr oft machen, ist, sie nehmen sich einen Begriff, einen islamwissenschaftlichen Begriff, und beschränken ihn oder weiten ihn aus auf das sprachliche Verständnis. Weiten ihn aus auf das sprachliche Verständnis. Eine typische Sache. Und da müsst ihr immer darauf aufpassen. Da gibt es zum Beispiel einen Prediger in Deutschland, der sagt ganz klar, die Juden und Christen sind keine Kuffar. Und da kommt er mit dem sprachlichen Begriff. Erstmal dann erzählt er ja, weil es hat ja in Deutschland noch keiner was vom Islam gehört. Ach echt? Den hat ja keiner was vom Islam erzählt. Den hat keiner was vom Islam erzählt. Dann erzähl mir aber, warum jedes Jahr tausend den Islam annehmen. Also das heißt, die haben alle den Islam angenommen, die wissen gar nicht, was sie angenommen haben. Das ist eine Beleidigung von denen, die den Islam angenommen haben. Ist eine Beleidigung von denen, die den Islam angenommen haben. Wenn du sagst, die können ja hier gar nicht wissen, was Islam ist, wo wohnst du? Wohnst du auf dem Bauernhof in Schwäbisch Hall oder wo? Oder die wissen alle, dass man kein Schweinefleisch essen darf, dass die nach Mekka pilgern, dass es den Koran gibt, dass sie an einen Propheten glauben, der Mohammed heißt. Natürlich haben die was vom Islam gehört. Und hier möchte ich kurz etwas erwähnen. Ab wann ist jemand gewarnt? Weil dann kommt der mit dem Beweis, ja, wer noch nichts vom Islam gehört hat, ja, der wird nicht bestraft im Jenseits. Stimmt. Das sind aber zwei verschiedene Paar Schuhe. Weil islamwissenschaftlich der Begriff Kafir bedeutet, islamwissenschaftlich, jemand, der sich nicht dem Islam zuschreibt. Oder aus dem Islam ausgetreten ist. Selbst wenn er sich dem Islam zuschreibt. Durch bestimmte Taten, Glauben oder durch bestimmte Worte. Das ist ein Kafir. Ein Kafir, der steht nicht in der Bedeutung, ja, der ist ein Kafir nur, wenn er von der Botschaft gehört hat. Wo ist der Beweis dafür? Ein Synonym für Kafir ist auch Muschrik. Jetzt wird jemand sagen, nein, das ist kein Synonym. Kafir bedeutet was anderes als Muschrik. Wenn Muschrik und Kafir, das ist genau wie Islam und Iman. Wenn Islam an einer anderen Stelle genannt wird, wenn Islam und Iman gleich im selben Kontext benutzt werden, ist mit Islam sind die äußeren Taten gemeint und mit Iman ist der innere Glaube gemeint. Wie der Hadith Jibril, wo Jibril zum Propheten kommt und sagt, ach, birni anil Islam, berichte mir vom Islam. Und er sagt, antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, und er zählt die fünf Säulen des Islams auf. Und dann fragt er, berichte mir vom Iman. Aber wenn ich sage, inna dina inna Allah al-Islam, die Religion bei Allah ist der Islam, was meine ich dann damit? Da meine ich den gesamten Islam mit, der auch die Säulen des Imans beinhaltet. Der Glaube an Allah und an die Engel und an die Bücher und an die Propheten und so weiter. Und bei Muschrik, zum Beispiel in Zutul Kaf, da wird die Geschichte von den zwei Leuten des Gartens erzählt. Und was sagt der am Ende? Der hat nur nicht geglaubt an die Wiederauferstehung. Was der eine, dem der Garten gehörte. Was sagt er?
hätte ich doch nicht Allah gegenüber Schirk begangen. Weil Schirk ist ein sehr breiter Begriff. Ist ein sehr breiter Begriff. Wenn ich an etwas nicht glaube, was Allah mir befohlen hat, dran zu glauben, was Kuffer beinhaltet, wem habe ich dann gehorcht in diesem Kuffer? Dem Shaitan, der mir das einflüstert. Diese Art von Gehorsamkeit ist eine Ibadah gegenüber dem Shaitan. Was sagt Allah im Koran in Sure 36? Alam ahad ilaykum ya bani Adam alla ta'budu shaitan innahu lakum adu mubin. Habe ich euch Kindern Adams nicht befohlen, den Shaitan nicht anzubeten? Er ist euch wahrlich ein deutlicher Feind. Aber wie viele Leute beten heute den Shaitan an? Das sind wenige, die ganz direkt den Shaitan anbeten. Aber sie gehorchen dem Shaitan beispielsweise in einer Sache, die mit Glaube, mit Tat oder Wort zu tun hat, die Kuffer beinhalten. Das ist auch Schirk. Aber auf jeden Fall, diese Person, die sagen würde, Kuffer oder Schirk, weil könnte sein, dass sie wieder so, weil das ist immer so eine Wortspielerei. Die werden ja sowieso sagen, die Leute sind auch keine Muschrikun, die noch nicht zum Islam gehört haben. Okay, schauen wir uns Surat Tauba an, was Allah sagt. Allah sagt in Surat Tauba, sagt er, وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرُ حَتَّى يَسْمَعْ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُ مَأْمَنَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. Wenn aber einer von den Muschrikun, Allah nennt die Muschrikun, bei dir um Schutz sucht, so gewähre ihm Schutz, bis er das Wort Allahs gehört hat, und dann bring ihn in einen Ort der Sicherheit. Was heißt das? Wer sich dem Islam nicht zuschreibt, ist von vornherein ein Kafir. Ob er bestraft wird oder nicht, das heißt, die Ahkam Dunyawiyah, die Regeln des Diesseits, werden auf ihn angewandt. Er wird nicht im islamischen Friedhof beerdigt, er wird nicht islamisch gewaschen, man darf nicht von ihm erben und er vererbt nicht und so weiter. Das gilt für ihn. In keinem Fiqh-Buch, nicht von Abu Hanifa, nicht von Imam Malik, nicht von Imam Shafi'i, nicht von Ahmed ibn Hanbal, findest du, dass hier eine Ausnahme gemacht wird zwischen dem, der davon gehört hat und dem, der nicht davon gehört hat. So, warum erwähne ich das? Weil es mir auf die Nerven geht, wenn man versucht, die Religion zu verstellen. Es nervt mich. Es nervt mich. So, hier muss man wissen, bei dem Erbe ist ein langes Thema, gibt es eine Wasiyah, Vermächtnisse sind erlaubt. Ja, das ist eine andere Sache. Aber ist ein langes Thema. So. Das heißt, nach den Regeln des Diesseits ist er ein Käfer. Aber vielleicht, der nach den Regeln des Diesseits ein Käfer ist, im nicht-muslimischen Friedhof beerdigt wird, vielleicht wird er am jüngsten Tag aufgeweckt und gefragt und kriegt eine Chance. Bei Allah im Koran, wenn man kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Wir haben nicht bestraft, bis wir einen Gesandten geschickt haben. Aber das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Wann ist jemand gewarnt? Nach dem Vortrag, sonst kommen wir durcheinander. Wann ist jemand gewarnt, wenn er die Botschaft bekommt? Wann hat er die Botschaft bekommen? Sagt Allah in Sure 4, Vers 167 oder 164. Rusulan mubashirina wa mundhirin li'alla yakuna linasi ala Allah hujjatan bada rusul. Gesandt als Frohbotschafter und Warner, damit die Menschen nach den Gesandten keinen Beweis vor Allah haben. Das heißt, aus dieser Perspektive, glaubt es zu sagen, ich glaube an Gott? Nein. Du musst an den richtigen Gott glauben und du musst das richtige Konzept von Gott haben. Du kannst nicht sagen, ich glaube an Gott, aber ich glaube, Gott hat einen Sohn. Oder ich glaube an Gott, aber ich glaube, wie in der Bibel steht, Genesis 6, Vers 6, Gott bereut es, dass er den Menschen erschaffen hat und schmerzt ihn in seinem Herzen. Steht in der Bibel. Das reicht nicht. Oder die Hindus glauben auch an einen Gott, an einen Schöpfer. Aber was beten die an? Alle möglichen Skulpturen. Das heißt, zu sagen, der glaubt an Gott, reicht nicht. Denn wer hat an Gott geglaubt? Wer hat Gott sogar Allah genannt? Die Quraysh in Mekka. Was haben die gesagt? Der Prophet sollte sagen, es steht in Sure 10, Vers 31, Kul mei yarzukukum min as-samai wal-ard, amma yamliku as-sam'a wal-absar, wa mei yukhrij al-hayy min al-mayyit, wa yukhrij al-mayyit min al-hayy,
ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Er soll zu den Muschrikun hier in Mekka sagen, wer versorgt euch schon Himmel und Erde? Und wer hat Macht über Gehör und Sicht? Und wer bringt das Tote aus dem Lebendigen und das Lebendige aus dem Toten hervor? Und wer regelt alle Angelegenheiten? Was haben die gesagt? Was haben hier Abu Jahl und Co. gesagt? Allah. So sprich, wollt ihr nicht gottesfürchtig sein? Das heißt, hat ihnen nichts gebracht. Warum? Weil sie sich neben Allah andere Götter genommen haben. Das ist kein Iman an Allah. Im islamischen Sinne. Iman an Allah bedeutet nicht Tasdiq bi wujudihi. Glaube, dass er existiert. Sondern beinhaltet, dass ich ihn alleine anbete. Beinhaltet, dass ich seine Namen und Eigenschaften bestätige. Und ihm keine Annahmen und Eigenschaften bestätige, die eine Beleidigung sind von Gott. Was steht in Genesis 32? In der Bibel. Gott hat mit Jakob gerungen und hat verloren. Was glauben die Christen in der heutigen Zeit? Dass Jesus Gott war. Und der Sohn Gottes und gestorben ist für die Sünden der Menschen. Wie dieser eine jugendliche Bibelschüler, den ich da gefragt habe. Gott ist gestorben für die Sünden der Menschen. Dann sagt er, oh, Billah, Gott ist gestorben. Sagt Gott nicht alles? So kommt er dann. Dann sagen wir, oh, Billah, wenn das dein Glaube ist, dass Gott stirbt oder ringt, gehst du in die Hölle. Der Scheitan will gerade durch deine Sünden, durch deine Zunge Leute in die Irre führen. Jeder weiß, jedes Kind hat in seinem Herzen weiß, dass Allah mit seinen Eigenschaften über alles erhaben ist. Wenn diese Regel richtig ist, kann Gott alles? Es geht nicht um kann Gott alles. Es geht darum, wer Gott ist. Wenn Gott nach Definition der Vollkommene ist, wird er nicht krank. Wenn er der Allmächtige ist, der Schöpfer ist, der ewig Lebendige ist, dann wird er nicht sterben. Das heißt, dieses kann er alles, ist Absurdität. Das ist nicht etwas, was wir beabsichtigen, wenn wir sagen, Gott ist allmächtig. Gott ist allmächtig im positiven Sinne, nicht im negativen Sinne. Nach seiner Definition, Allah ist was? Ist allwissend. Sagen wir jetzt, kann Allah auch dumm sein? Hausbilder. Mit so einem Schwachsinn kommt man dann. Dann kannst du zu ihm direkt sagen, dann kannst du die Bibel in die Mülltonne werfen, wenn das dein Glaube ist. Wie, ja, warum Bibel in die Mülltonne? Ja, wenn du sagst, er kann alles, kann er sein, er hat dich für blöd verkauft. Hat die Bibel herabgesandt, hat gesagt, folgt der Bibel und hat dich angelogen. Weil mit so einem Schwachsinn kommen wir. Das heißt, was sagen wir hierzu, mit dem Gott kann alles? Wir sagen dazu im positiven Sinne. Und wir reden nicht dabei von Absurditäten. Und da kommen Leute zu dir mit Ja oder Nein. Sag Ja oder Nein! Sag Ja oder Nein! Was du dann einfach sagst? Sagst du ihm, man kann nicht alles mit Ja oder Nein beantworten. Doch, sag Ja oder Nein! Wir wollen nicht sagen Nein. Wir sagen, es ist eine Absurdität zu glauben, dass es zur Allmächtigkeit Gottes gehöre, dass er negative Eigenschaften annimmt. Das ist unsere Antwort. Sag Ja oder Nein! Okay, ich stelle dir eine Frage. Beantworte sie mit Ja oder Nein. Ist deine Mutter noch im Gefängnis? Ja oder Nein? Ja? Ach, ist sie im Gefängnis? Nein? Ach so, die war im Gefängnis? Wann ist sie rausgekommen? Du musst also irgendwas erklären. Du kannst nicht jede Frage mit Ja oder Nein beantworten. Ist das angekommen? Ist deine Mutter noch im Gefängnis? Antworte mit Ja oder Nein. Antworte mit Ja, sagst du, ach so, die war bis vor kurzem im Gefängnis. Antwort mit Nein, ach, die ist immer noch im Gefängnis? Schisse, so. Das dazu. So, da sehen wir erstmal dran. Daran sehen wir erstmal zwei Sachen. Erstens, nicht jeder, der sagt, er glaubt an Gott, ist ein Gläubiger. Und der Glaube an Gott beinhaltet auch was? An sein Wort zu glauben. Das hier ist sein Wort. Du kannst nicht sagen, ich glaube an Gott, aber ich werfe sein Wort weg. Sein Wort interessiert mich nicht. Wer nicht an das Wort Allahs glaubt, glaubt nicht an Allah.